Nach dem Sieg im ersten Spiel dieser Saison ist die Euphorie groß. Und ein weiterer Erfolg in dieser Partie heute, dann wäre es ein großartiger Auftakt. Die Fußballgemeinde hat sich versammelt und richtig zahlreich. Und sie freuen sich auf ein hoffentlich spannendes Spiel. Und dieser Hoffnung schließen wir uns an. Es sieht gefährlich aus. Oh! Und er trifft! Jovanovic. So sieht das der Trainer gern. Erkan. Jetzt sieht er ab. Und dafür musst du dich als Torwart noch nicht mal bewegen. Erkan. Jetzt greift er ihn an. Und Achtung, was macht der Schiedsrichter? So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Und ein Tor, ein Tor, ein Tor! Dieses Tor, das war ja nur eine Frage der Zeit. Bei einer solchen Überlegenheit fallen die Tore ja fast folgerichtig. Dieses Tor, eine Frage der Zeit bei den vielen Gelegenheiten. Schnelligkeit, Technik, als wäre kein Gegenspieler da. Und dann tanzt er bis ins Tor und da ist der Treffer. Scheint ihm der Ball vom Fuß abgerutscht zu sein. Eboué.
Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Klasse Zuspiel. Bitte rein! Unglaubliches Tor! Das ist sein zweiter Streich heute und wir sind gespannt, ob er nochmal zuschlagen kann. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Um das umzubiegen, da musst du schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner. Erkan. Zweite Tor auf dem Fuß und dann versemmelt. Ja, aber du siehst, Manni, den einen hat er schon gemacht und auch hier wieder der Wille ist da. Da kommt noch was. Erkan. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Und diesen Flankenball müsste sich der Verteidiger holen. Macht er auch. Schön mit dem Kopf. Herr Ober, zwei kurze. So kriegst du den Kopfball nie. Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Das liegt gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter groß sein müssen, dann wäre was gegangen. Gefährliche Flanke. So mancher Fan hier hatte den schon drin gesehen. Jovanović. So was nennt man saubere Abwehrarbeit. Erkan. Spieler konzentriert sich auf die Ecke. Zwei beinahe ebenbürtige Gegner. Das bessere Ende hat der Torhüter in dieser Situation für sich. Und da macht es sich eben bezahlt, wenn der Keeper da ist, wenn er wach ist. Gute Faustabwehr. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und wer sich zur Pause schon drei gefangen hat, der hat ein Problem.
3:0 der Halbzeitstand. Also hier noch eine Wende zu vermuten, das wäre ja schon geradezu abenteuerlich. Hier wird nichts mehr passieren. Ja, also die Partie ist gelaufen. Wenn das hier noch die große Wende gibt, dann spendiere ich eine kleine Limo ohne Eismoney. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Wir haben eine Mannschaft mit einer komfortablen Führung. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie sie sich taktisch verhalten. Geben sie weiter Gas oder schaukeln sie das Ding hier einfach nur noch über die Zeit? Das wird ganz gefährlich. Achtung! Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Eboué. Schöne Flanke. Er könnte heute ganz groß rauskommen, aber hier verfehlt er. Ja, kann ja nicht immer funktionieren, kann ja nicht immer klappen, aber ich glaube, der hat noch was im Köcher. Eboué. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Jetzt greift er ihn an. Der Verteidiger blockiert den Ball. Ball im Aus, gibt Einwurf. Das war so etwas wie das Ziehen der Reißleine. Der Spieler ist vom Trainer vom Platz genommen worden. Und das ist vollkommen nachvollziehbar. Das war überhaupt nichts heute. Da kommt auch nur ganz müder Applaus von den Rängen. Und ich bin gespannt, wie wir in den nächsten Spielen gehen. Jovanovic. Eboué. Sie haben eben viele technisch gute Leute. Das merkt man bei diesen Kombinationen. Und da ist er tatsächlich zur Stelle. Ja, das müssen wir tatsächlich so betonen, denn bisher ging ja nicht viel zusammen. Jovanovic! Ja, dann ist so ein Kleinen, wie man im Ruhrgebiet sagt. Der müsste eigentlich ein bisschen größer sein. Ja, ja, also das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht drankommen. Da bräuchte er Körpermaße eines Basketballers. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Das wird der Trainer gerne sehen, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Und jetzt! Er hält ihn fest. Er begräbt ihn in seinen Armen. Klasse Leistung. Das sieht gefährlich aus. Er könnte passen. Tor!
Und jetzt warten wir mal ab, ob er vielleicht heute noch ein drittes Mal erfolgreich ist. Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Tja, manchmal sind die Dinge im Fußball eben doch vorhersehbar. Der Goliath gibt sich keine Blöße. Und der David muss sich in sein Schicksal fügen. Hier kann der Kleine heute für keine Überraschung sorgen. Wie kommt er an den Ball noch ran? Er legt sich den Ball in den Viertelkreis. Es gibt Ecke. In der Mitte könnte was gehen. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt? Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Keine Frage, die Fans, sie sind zufrieden. Das Spiel geht langsam zu Ende. Und auf den Rängen ist die Hölle los. Es wird gefeiert. Und das wohl auch aus gutem Grund. Ihre Mannschaft zeigt eine gute Performance. Und hier zweifelt niemand mehr an den drei Punkten. Jovanovic. Eboué. Er spielt den Ball auf die Außenposition. Jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Erkan. Jetzt ist er vorbei. Und Gott, oh Gott, war das knapp. Das ist exzellent gemacht hier. Also wunderbar bis auf den Abschluss. Aber knapp war's.
Also ich glaube, langsam kriege ich Mitleid mit dem Torwart. Der hat überhaupt nichts zu tun. Ja, der kann Käffchen trinken, Kuchen essen zwischendurch. Der hat keine Arbeit. Eboué. Eindeutiger geht's nimmer. 4:0 ist das Endergebnis. Zwei Siege in Folge sind das gewesen. Sie scheinen wirklich gut in Form zu sein. Ja, und ich bin mal gespannt, ob das so weitergeht oder ob der Einbruch kommt.